Okay, wenn du da nichts aufräumst, dann schmeiße ich jetzt keinen Orbitalschauer rein. Eine Einheit verloren. Die Befehle sind klar. Oh fuck, wo kommt... Was ist denn das? Ach so. Hab ich gar nicht gesehen. Dann räumen wir mal hier ein bisschen seine Erzversorgung. Okay, so. Gar keine Energie. Wo sind diese Würmer? Keine Energie. Was haben wir denn da? Schaltet sie aus. Dann sorgen wir mal dafür, dass er in der nahen Zukunft auch Energie dazu bekommt. Ich mache ihm gerade seine ganzen Kraftwerke kaputt. Und verschiffe. Ja, ich bin auch gerade dabei, seine Kraftwerke zu zerstören. Sind in Alarmbereitschaft. Wo sind diese Würmer? Das Tragflächenbund sieht meine Twinblades und zieht sich zurück. Reibt sie auf. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oh fuck. Jetzt zieht er den Taktfecht und so zu, um beide Twinblades anzugreifen. Ja. Wir sind so weit gekommen. Hört ihr das? Polygraph voraus. Wir bleiben unten. Ah. Eine Einheit wird angegriffen. Das Wasser wird sich. Hallo? Wie lange haben wir auf diesen Moment ja. Eine Freigabe erteilt? Statuieren wir ein Exempel. Ich bin bereit. Bald müssen Sie kapitulieren. Lass mal meine Twinblades alle ein bisschen reparieren. Ogula. Ja, ich zerfetz die gerade aus der Luft und aus dem Wasser. Gute Sache. Bin ich doch wieder mehr aus Twinblades. Voll der Gewohnheit. Voll die Gewohnheitssache. Meine Marineproduktion kam mich nicht wirklich nahe, weil ich sie nicht wirklich fortgeführt habe. Ich habe zumindest zwei Dreadnoughts und ein paar Kurs. Ja, okay, diesmal haben sie gewonnen. Aber Freiheit wird am Ende der Sieger heißen. Wer ist Freiheit? Wird gebaut. Sind in Alarmbereitschaft. Feindlicher Stützpunkt. Statuieren wir ein Exempel. Da! Von den Erzmilien da kriegst du jetzt zwei. Ich habe jetzt zwei in der Mitte genommen. Yay! Geld kriege ich jetzt auch. Sie verdienen keine Gnade. Mag dieses Skill. Zerstöre etwas und krieg dabei Geld. Statuieren wir ein Exempel. Ne? Das ist voll genial. Sputnik ist schon unterwegs, brauchst dich nicht drum kümmern. Ach so. Hallo? Cool. Sputnik ist unterwegs, ja, sagst du? Sehr schön. So gut wie wir unterwegs. Sind der Wille der Sowjetunion. Ah, du hast irgendwas gesehen. Mit ein schlaues Köpfe. Ich transportiere die immer über die Twinblades. Da. Feindlicher Stützpunkt. Mann, das wäre ja auch irgendwie dumm. Die Dinger sind nämlich wenn man das nicht nutzen würde. Ja, sehen wir da drüben nach. Transportiere ja auch gerne meine Apokalypse-Panzer über Twinblades. Das ist auch immer ganz nett. Supermagnetischer Satellit bereit. So kann man gerne mal aus dem Hinterhalt angreifen, wenn man seine die Verteidigung des Gegners gegangen ist. Und einfach mal Apokalypse-Panzer hinter seiner Verteidigung absetzen. Wird gebaut. Also ich nehme eine, du kannst die anderen zwei haben. Abgeschlossen. Kannst schon bauen. Achso, ja. Gut. Hat die sich ja immer recht schnell, ne? Wird gebaut. So. Ihr wartet. Auf was eigentlich? So, dann kann ich ja jetzt anfangen, Riesenproduktion. Fliegen wir los. Riesenschlüssel. Jetzt wird gesammelt. Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte. Bau abgeschlossen. Ah. Orbitalregen bereit. Jetzt wird gesammelt. Das ist unser Tag, Genossen. So. Oh ja. Dafür sind die Dreadnoughts am besten. Gegnerische Verteidigung von Weitem vernichten. Haben wir noch irgendetwas, was man aufsaugen kann? Gerade nicht wirklich. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird gebaut. Seht ihr etwas? Seefahrer, Patriotenhelden!
So. Neue Bauoptionen. Zu wenig Energie. Ah, jetzt habe ich das unterschätzt. Will jemand eine Tracht prügeln? Was unterschätzt? Ganz vergessen, dass eine Kaserne wesentlich schneller fertig ist als ein Superreaktor. Gerade kein. Ah. Die letzte Stündlein hat geschlagen. Macht ihnen ein Ende. Was müssen wir denn eigentlich dann machen? Müssen wir den Verein nehmen? Ja, mit dem Ingenieur. So, ich. Ingenieur. Ausbildung. Ich hol mir auch mal meine Natascha. Was es gibt's? Die Dreadnought und ihre Besatzung sind. Da kommt der Stringhaze-Tempel, der Twinblade-Teppich. Obwohl das nicht wirklich ein effektiver Teppich ist, aber. Warum zerstören deine. Achso, weil hier nichts mehr zu zerstören ist. Ich hab schon alles kaputt gebrochen. Thanks, Obama! Natascha hier, haben Sie eine Liste für mich? Ich werde dran denken. Natascha hier, haben Sie eine Liste für mich, Frau Aktion? Vernichtet sie! Schnell, Pilot! Darfst du eigentlich auch eine Natascha bauen? Dann los! Apropos. Wie spät ist es? Ausbildung. Bevor ich das Ding einnehme, ich baue den Natascha-Bunker. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Ich kann auch nicht mal ihre böse Zwillingsschwester Svetlana bauen. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Was bringt das? Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Und das ist Nataschas böse Zwillingsschwester. Das okay, heißt schon was. Okay. Flak-Truppe. Trupper, einsatzbereit. Ja, Genosse. Ja. Der Natascha-Bunker. Man nehme Natascha, drei Flak-Trooper und einen Tesla-Trooper und steckt die alle in einen Bunker rein. Das ist eine neue. Ist das hier eine neue Reality-Show? Bau abgeschlossen. Ja. Moment, ich sorge mal dafür, dass wir noch ein bisschen Stützpunkt verteidigen bauen. Drei Flak-Trooper, ein Tesla-Trooper und Natascha müssen zusammen in einen Bunker leben. Wieso kommen meine Mom eigentlich immer während der Aufnahme in mein Zimmer? Ich bin einsatzbereit. Weiß ja nicht, du nimmst halt nicht auf. Hier riecht es gut. Da kommt ihr erst nur vor, da ist die Chance halt hoch. Ich mache es mir hier gemütlich. So. Ich war früher Professor. Gott, habe ich viele Rohstoffe. Im Moment, das müssen wir ändern. Wird gebaut. Ich fress meine Rohstoffe gerade auf. Sinnlos, aber was soll's. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Hallo? Denn ich baue eine riesige Armee für nichts. Lass ich mich nieder. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Bau abgeschlossen. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Will jemand eine Trachtbildinspektion abgeschlossen? Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Wird gebaut. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Will jemand eine Trachtprügel? Inspektion abgeschlossen. Trooper einsatzbereit. Will jemand eine Tracht prügeln? So schnell gehen die Rohstoffe nach unten. Trooper einsatzbereit. Warum habe ich denn jetzt ein Level abbekommen? Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Orbitalregen bereit. Trooper einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Ja. Inspektion abgeschlossen. Gesichtsköpfe scharf. Wie sieht's aus? Trooper einsatzbereit. Ich bin hier. Bau abgeschlossen. Wollen wir los? Was machen? Schade, dass wir noch keine Apokalypse haben. Elektroden initialisiert. Rücke vor. Ich glaube, wir können gleich so eine Armee haben, dass wir gleich wieder die ganze Basis überrennen können. Wird gebaut. Achso, das geht danach doch noch weiter. Ja. Was gibt's? Ich dachte, ich mach das hier ganz umsonst. Das Wasser wird sich rot färben. Wir lauern unter Wasser. Ich fahr jetzt gleich einfach mit den Twinblades rüber. Twinblade. Fliegen wir los.
Millionen von Dollars sind in meine... Ach, Rubel. Ja. Sowjets haben ja Rubel. Sind in die... Wird gebaut. Eigentlich ist das voll realistisch. Wird gebaut. Rüstungsindustrie verschlingt Millionen von Dollar, von Rubeln. Ich war vorhin noch bei 30.000 Credits, jetzt bin ich runter auf 12.8. So viel Zeug habe ich jetzt gerade gebaut. Ein MIG-Jäger können wir jetzt dann, glaube ich, auch gleich bauen. Oh, MIG-Jäger. Bau abgeschlossen. Twinblade-Inspektion abgeschlossen. Wäre aber cooler, wenn wir mit Jagger bauen könnten. Wollen wir loslegen? Was ist das nur für ein Twinblade-Teppich hier hinten? Ich hab nie aufgehört zu produzieren. Du könntest ja deine Stingrays auch alle an Land holen. Im Wasser ja, kommt nichts. Ja, mach ich jetzt mehr. Auch. Okay. Moment. Ich nehme dann mal das Ding an. Wir müssen nur einen unserer Feldingenieure in das Labor einschleusen. Windblade-Inspektion abgeschlossen. Unsere Ingenieure brauchen einige Zeit, um die Waffendaten der Alliierten zu entschlüsseln. Sie müssen die Forschungseinrichtung gegen die Angriffe der Alliierten verteidigen. Sie werden alles tun, um die Anlage zurückzuerobern. Wie viel Bauhilfe hat der, dass der so viele Gebäude instant aufbauen kann? Probieren wir es mit Überrennen. Oder warten wir die erste? Sie müssen das Labor unbedingt verteidigen. Die Alliierten dürfen es nicht zurückerobern. Ich würde sagen, die Alliierten. Wir warten mal die erste Angriffswelle ab, damit die Verteidigungsanlagen hier nicht umsonst stehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich meine, hast du gesehen, was ich hier habe? Ja, damit könntest du den dritten Weltkrieg gewinnen, glaube ich. Aber dann schicke ich meine Stingrays ein bisschen weiter in den Hintergrund, damit die auch arbeiten können. Verteidigungsanlage. Natascha-Bunker, den will ich auch immer wieder in Aktion sehen. Wo ist denn der Natascha-Bunker? Der eine Bunker zwischen den zwei Tesla-Spulen. Ah, da. Drei Flak-Trooper, ein Tesla-Trooper und Natascha. Ach ja, das hört sich wie eine Reality-Show an. Der einzige Unterschied zwischen normal und zwischen mittel und schwer hier ist wirklich die Sache, dass man hier 10 Minuten durchhalten muss. Im Mittel, glaube ich, muss man das nur 5. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Was? Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet? Die habe ich auch gerade bekommen, die Nachricht. Weißt du nicht, dass man Geldprämie auch auf seine eigenen Einheiten machen kann? Ja. Warte auf Koordinaten! Bereit! Nö, habe ich nie ausprobiert. Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, wenn du deine eigene Einheit... Sie dachten nicht, wir geben einfach auf, oder? Vergessen Sie es, Kumpel. Jetzt wird's heftig für Sie. Ach, Giles. Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, was hat man denn da? Oh, eine Luft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Das hat ihm jetzt sehr viel gebracht. Repariert. Da, es geht los. Unser Verbündeter wird angegriffen. Feindlicher Ingenieur entdeckt. Also. Sie haben den Natascha-Bunker kaputt geschossen. Okay. Frage mich. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Erzmine ist in Ich frage mich gerade ernsthaft. Was das wohl für ein Gefühl ist, als alliierter Soldat gerade auf so eine riesige Menge von gegnerischen Fahrzeugen zuzufahren. Und sich zu denken, boah, jetzt werden wir sie voll ownen. Weil wir sind Alliierte und wir brauchen keine riesige Armee. Oh, du bist schon mit deinen Wimblets drin, sag das doch! Ich bin hier schon voll am Angreifen. Boah, Bombenteppich. Wird gebaut. Eine Einheit wird angegriffen. I don't care. Ist nur eine von vielen.
Rebellen. Kra, kra, kra. Nee, da ist er, der Schacht, Schacht. Schacht, Schacht, Schacht. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Ich würde mal sagen, es war einmal schon durchgeführt. Ich habe so viele Ressourcen. Was, damit wir denn da? Ich glaube, seine Flugzeuge sind leicht überfordert. Oh mein Gott, da ist ein Blindwelt abgestürzt. Rache! Feindliche Ingenieure entdeckt. Jetzt brauchen wir jetzt nur die. Jetzt brauchen wir jetzt eigentlich nur den Skill Vergeltung. In der Paladin, den neuen Addon bekommt. 100% mehr Schaden, wenn innerhalb von so und so vielen Metern dann verbündet das. Ich vermute, Glück zu haben ist einfacher als gut zu sein. Lassen wir das, Kumpel. Sie wissen nicht, was Sie mit dieser Technologie anstellen sollen. Ja, es geht weiter. Datentransfer läuft. Wirklich. Ja, wenigstens kann man das so schön abkürzen.